So, wir wollten nämlich eigentlich, oder ich wollte eigentlich zu diesem Aussichtspunkt da hinten. Das Lustige ist ja, dass höchstwahrscheinlich da unten diese ganzen, die Frauen spielen, keine Frau sind. Alles Männer. Oder männliche Menschen. Können ja auch Jungs sein oder was. Du kleine 13-Jährige. Ah, nein, Spaß, ich bin kein Pedo. So, was haben wir jetzt geschafft? Ach Gott, ich hoffe mal, man hört das nicht wieder im Hintergrund. Mein Bruder muss nämlich lernen. Und, ja. You know? Hm, er weigert sich. Furzauge. Oder das Furzauge. Na, wie gesagt, wir gehen jetzt mal hier rein und machen weiter Quest. Was war das da? Schließen? Okay. Hier sollte irgendwo Quest sein. Ah ja. Ja, Instanz betreten, würde ich mal sagen. So, Banditen-Entführers. Nein, Entführer. Nein. Entführers hört sich cooler an. Okay. Was ist das los? Was ist los? Achso, ein Gespräch. Zeigt, dass diese Rüpel dafür bezahlen, eure Feier ruiniert zu haben. Ich habe mein Schwert, festes Schuhwerk und meine Kampffrisur. Was brauche ich sonst noch? Ihr seid für alles gerüstet. Gut, dass ihr mitmacht, aber bleibt bitte an meiner Seite. Dann können wir uns gegenseitig beschützen. Keine Sorge. Schwertmeister Bongo, der Einäugige, hat selbst gesagt, er hatte noch nie einen besseren Schüler als mich. Wenn der Schwertmeister Bongo, der Einäugige, heißt, dann will ich auch nicht wissen, was der schon für Schüler hatte. Also meine Fresse, das hört sich nicht sehr vertrauenswürdig an, wenn ich das mal so sagen dürfte. So, jetzt gehen wir anscheinend in diesen überdimensionierten Keller runter. Oder auch Stollen. Verwundete zurückgelassen. Die könnten plaudern. Die halten dicht. Die wissen genau, was sonst mit ihnen passiert. Okay, warte jetzt hier. Kommt her, helft mir! Flammenwurf und Giftmassaker. Lehren, bessere Kämpfer zu entführen. So. Bemannt den Turm! Helft mir mal! Das kommt mir seltsam vor. Jetzt werde ich nie. Wenn ihr Halunken meinen guten Anzug vollblutet, schicke ich euch die Wäschereirechnung. Ich mag den Fahrer, der ist lustig. Ach Gott, hier war ich schon mal unten. Aber von der Seite her. So. Also wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, falls ihr meinen Bruder hören solltet. Was ist das denn da? Soll die mal ausräuchern? Gepanzert! Bitte! Bitte kommt auf eure Hilfe! Hey, sowas will ich auch bauen können. Was sucht ihr denn hier? Große Götter! Was machen wir denn jetzt? Brauche hier Hilfe! Nur ein böser Traum. Ein böser Traum. Ich brauche Hilfe.
Mission. Befreie die Gefangenen. Da will mich wohl jemand umbringen. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Dann schauen wir uns doch mal. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Ich brauche hier Hilfe. Ich brauche hier Hilfe. Das ist nur ein böser Traum. Danke. Den Göttern sei Dank, dass ihr da seid. Den Göttern sei Dank. Oh, hat doch geklappt. Hab vielen Dank, alle beide. Das vergesse ich euch nie. Ihr seid immer noch in Gefahr. Versammelt die anderen und geht diesen Gang hinunter. Ihr entkommt durch den verlassenen Bauernhof. Und wenn ihr hübsche Mädchen kennt, erzählt ihnen, wer euch gerettet hat. Der schneidige Fürst Fahren und sein Freund. Schafft euch und die anderen einfach an einen sicheren Ort. Das ist Dank genug für uns. Wie ihr meint, alter Kamerad. Bevor ich gehe, nehmt diese Dokumente. Ich habe sie den Banditen stibitzt, als sie mich wegschleppten. Es steht etwas von einem Anführer in Götterfels darin. Hilft das? Allerdings. Ich danke euch. Jetzt geht bitte. Wir sorgen dafür, dass ihr hier sicher rauskommt. Ihr müsst hier entlang. Oh Gott, ich muss wieder... Und so die Gefangenen beschützen. Scheiße. Verteilt euch! Haltet die Stelle! Kritze, oder? Tja, wegrennen klappt nicht, ne? Beschützt mich! Hier ist eure Tante! Große Götter, was machen wir denn jetzt? Kommt her und helft mir! Das Kind. Hallo. Hallo. Ich meine, das Kind reagiert aber auch nicht ganz, reagiert richtig chillig. Ich meine, da werden Leute in der vor den Augen umgebracht von der. Ach, vorne war das. Ich habe gedacht, das war hinten. Ich meine, da werden Leute vor deren Augen umgebracht. Auch wenn es jetzt die bösen Männer sind. Ich glaube, so ein Kind wäre, würde das nicht so leicht aushalten. Ah ja, das ist der Logan Thackeray. Hauptmann Thackeray, wir haben ein wundervolles Thackeray. Abenteuer hinter uns. Diese Delinquenten haben wir mit Elan und Gelassenheit bezwungen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um unseren Sieg zu feiern. Ich bin erstaunt. Andererseits hätte ich wissen sollen, dass der Held von Shaymor eure Entführung nicht einfach hinnehmen würde. Ich ziehe alle zur Verantwortung, die meinen Freunden wehtun. Und seht mal, dieser Brief war in der Banditenhöhle. Jemand in Götterfels hält die Strippen in der Hand. Kein einfacher Dieb würde so teures Pergament verwenden. Im Handelsposten gibt es einen Papiermacher namens Sinfusarei. Ein furchtbar reizbarer Mann, aber er könnte uns sicher mehr darüber sagen. Hauptmann Thackeray, lasst mich mit dem Papiermacher sprechen. Ich besorge euch die nötigen Informationen und niemand wird merken, dass die Seraphen vom Verräter in der Stadt wissen. Ein guter Plan. Ich danke euch für die Hilfe. Aber seid vorsichtig. Wer immer hinter der Sache steckt, er geht skrupellos vor. Ich warte in der Stadt auf euch. Ich werde versuchen, Fahren aus dem Ärger zwischen hier und Götterfels herauszuhalten. Aber keine falschen Versprechungen. Er zieht Ärger an. So, nehmen wir mal die Spitzhacke. Ach, guck, da sind wir schon fast vier, sind wir vier, fast fünf.
Verlassen wir die Instanz. Verlassen wir die Instanz. Was versteht er daran nicht? Die Spielkleidung könnte nicht mehr hergestellt werden. Was laberst du? Ich hoffe mal, jemand hört mich noch. Ja, man sieht nach die Maus. Hä? Internet ist bei mir immer noch da. Okay, Leute, nach dem Abschluss werde ich einfach erstmal sagen, wir beenden jetzt einfach mal das hier. Und wir sehen uns dann entweder gleich wieder, wenn ich es sofort geregelt bekomme, oder vielleicht auch in der nächsten Aufnahmesession, vielleicht mit jemandem anderen. Bis dahin, haut rein. Willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 und heute habe ich einen dabei und zwar heißt dieser komische Typ hier Tower Dragon. Richtigen Namen darf man nicht sagen. Der schüchtern, der Junge. Sag mal was. Ja, auch erstmal hallo. Gut. Der ist höher als ich, viel höher. Wir sind ja Stufe 4, der ist 32, wenn ich mich irre, ne? Genau, 32. Bin aber auch seit 3 Wochen dabei und genau. Passt schon. Der, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie machst du es? Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das jetzt gleich machen werden, ob er jetzt mal gleich vorbeikommt oder ich gleich mal zu ihm komme, das... Ach, du bist doch... Offen. Du bist da oben. Ich könnte mich mal in Richtung zu dir bewegen. Ich komme dann einfach vorbei, hol dich ab, helfe dir bei den Events. Warte mal kurz. Wo bist du denn? Na, ich bin hier am Bord. Ich kann mich auf der Karte sehen. Ja, natürlich. Aber ich kann dich nicht auf der Karte sehen. Nö, ich doch. Du kannst mich auch, aber ich bin so ein kleiner blauer Punkt, der sich jetzt mit Zeitlupengeschwindigkeit... Ah, hier bist du. Ich sehe dich. Jetzt sehe ich dich. Nee, ist ein Fertigkeitspunkt, kann das sein? Vertreib diese Idioten von den Rohren! Exakt. Oh, und es ist eine Eichenherz-Samen-Herausforderung. Die probiere ich doch gleich mal aus. Ich bin bereit für jede Herausforderung. Ein Angriff. Und ich muss gegen einen Haufen Eichenherz-Setzlinge kämpfen. Bis nächstes Mal! Ja, ich bin gerade in irgendeinem scheiß Event gelandet. Flut von Problemen. Wie sie gerade rausgestellt haben, sind das hier Veteranen. Auf klar Deutsch. Sehr ungewöhnlich. Jo. Muss mir gedacht. Okay, das kann man noch weitermachen. Das zu dem Thema. Ja. Es hat sich gerade ausgestellt, dass dieses Event sich als schwerer gestaltet, als ich denke. Deswegen. Ja, ich komm vorbei, Oha. Es gibt hier massig Events, also gewöhn dich dran. Ja, ich weiß. Das ist so die ersten Events, wo ich noch bin, die kenne ich auch alle. Die haben das erste auch schon gespielt. Weißt du, was habe ich keinen Bock drauf? Auf die Event. Ich komm vorbei, ich bewege mich schon wahrscheinlich, ich kann zu dir. Ach, weißt du, was musst du denn? Wieso, kannst du zu mir porten oder was? Nö, aber das Event breche ich ab, das ist mir das ist auch egal. Musst du nicht abbrechen, du kannst ja einfach weiterlaufen. Ach komm, weißt du was, die müssen da ein paar Rohre. Haut mal bitte ab. Ist die Frage, ob wir auf demselben Server sind, ne? Wir sind auf demselben Server, ich sehe dich doch. Ja, stimmt. Sehr gut. Und solltest du mich ja gar nicht sehen erst. Ja, okay, das ist ja recht. Da wo du außerdem gerade bist, da muss ich sowieso noch bald hin. Das ist die Hauptstadt der Menschen. Mhm. Naja, ich gehe jetzt erstmal wieder hier, wie es ist, Herzen machen. Und Hirsche töten. Oh ne, da gehe ich nicht durch. So kenne ich hier gar nicht die Umgebung. Also ich hatte das in Erinnerung, dass hier nicht überall Fleischwürmer rumhonken. Ja, es gab ein paar neue Patches, Updates und more.
genauso wie am Prall hinzugefügt wird, dass wir Lebensraum haben. Also die Assassinen auf jeden Fall. Heißt deine Stadt zufällig Königstal? Was? Königintal. Keine Ahnung. Also wenn da auch so hier das Dorf Schelmoor ist und das vor Götterfels ist. Ja, Königintal. Ja, du hast recht. Ja. Das ist toll. Okay. Ich laufe gerade hier durch ein Event durch und helfe noch dort. Man ist ja kein Unmensch, ne? Was für eine Ironie, ne? Ja, aber ziemlich große. Sag ich, ja. Ich muss hier gerade Spinneneier zermatschen. Macht doch ganz viel Spaß. Ja. Matsche, Matsche, Pump. Spinnenbeier bekommen wir hier. So, ich mach ihn mal wieder auf den Weg zu dir. Ja, wie gesagt, kein Stress. Ich will jetzt. Ich will jetzt endlich mal so einen Fähigkeitspunkt haben, weil dann kann man sich ja diese Fähigkeiten holen, ne? Oh ja. Ja, aber Level 30 Fox sieht das Spiel richtig. Ach, du hast eine Augenklappe. Ja, hab ich. Ich sehe es. Du bist so ein komisches Katzen. Ich bin ein Wolf. Du bist ein Wolf? Ja. Sicher, dass du nicht ein Löwe bist? Oder irgendeine Mischung aus Löwe, nee, Wolf und keine Ahnung Löw. Was. Nee, nein. Und irgendwas. Ich bin ein Wolf. Ah. Ah, wie cool, das Event ist cool, was es hier gibt. So, würdest du mir bitte mal sagen, ich hätte gerne einen. So, man schmeißt mal. Was macht man bei einem Raptor? Genau, man schmeißt einen dicken, fetten Beil an den Kopf. Natürlich. Ja. Was erwartest du? Gar nichts. Jetzt war eine DXP und jetzt müsste ich auf den direkten Weg zu mir sein. Ha, ich sammle, muss hier gerade Äpfel sammeln, das ist cool. Findest du cool? Ich finde das gerade cool, weil sich das genau ordentlich deckungsgleich mit diesem Herz hier ist. Achso. Weißt du, für das Herz musst du so Spinnen und sowas töten. Mhm. Und für das Event musst du so Äpfel von Bäumen schießen. Dabei fallen auch immer so Spinnen runter, die dann auch mal Äpfel dabei haben. Also eigentlich. Lustig. Was ist das? Eine Diebin rennt auf mich zu. Okay, lass stecken.